ist diese Jacke wirklich ein Geheimtipp. Und zwar viele Kommentatoren schreiben mir, du musst deine Taxistenz, ich weiß nicht, wie dieses Zeug hier heißt, Jacke ausprobieren. Die ist so günstig, die ist so cool. Das will ich rausfinden. Und wenn es dich interessiert, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Takfassen. Irgendeine China-Jacke. Und weil sie halt nicht Ching Chung draufschreiben wollen, schreiben sie halt Takfesten. Ja, ist ja wurscht. So, auf jeden Fall, so kommt das original verpackt, ja, luftdicht verpackt. Und ich bin so gespannt, weil viele sagen, das kostet halt nicht viel Geld. Und das stimmt, ich habe sie mir auf Amazon gekauft. Ich gebe dir billige Eigenwerbung den Link, wo du die bekommen kannst. Und ich bin richtig gespannt. Aufschneiden mit dem Trail Pro. Nur 500 Stück limitiert. Also wenn du es dann haben willst, hol einen, weil es gibt den dann nicht mehr. Da fällt mir gleich alles aus der Hand. Das ist das Erste, was ich ausprobiere. Stinkt das so richtig grausig? Und nein, das tut es nicht. Und selbstverständlich werde ich das Buschkraftareal auf waldurlaub.at hier nicht mit diesem Plastiksack hier behelligen. Ich werde den zusammenlegen. Und vielleicht könnte ich da einen Survival-Tipp draus machen am Reini Rossmann-Kanal. Wenn du den noch nicht kennst bei den Survival-Tipps, die ich dort mache, dann gebe ich da auch den Link im ersten Kommentar und im Beschreibungstext. So, da ist sie nun. Also ich weiß, die Farbe, da gibt es ja unterschiedliches. Ja? Ich wollte was haben, da bin ich auch schon wie ein Bär. Ja, da bin ich auch schon wie ein Bär. Schau, grün habe ich schon, ich habe schwarz, aber wie ein Bär schaue ich noch nicht aus. Und das mache ich jetzt mit meiner taktfesten Jacke. Und da es schon kalt ist, setze ich meine Amipack Reini Rossmann Editionshaube auf. Wenn du die haben willst, gebe ich dir auch den Link zu mir in Shop oder zu Amipack, kommt drauf an. Wenn du was bei mir noch dazu kaufen willst, dann bei mir. Oder wenn du noch eine Haube dazu kaufen willst, dann gehst du zu Amipack. Auch die ist limitiert. Und da schaue ich aus wie, der Tobias, mein Sohn, sagt, ich schaue aus wie ein Hodenkobold. Frech, diese Kinder. Aber schau, mit meiner neuen Bärenjacke schaut das doch super aus, oder? Ich meine, ernsthaft. Ich schaue aus wie ein Bär. Schau aus wie ein Bär, ja, wie in einem Bärenkostüm, oder wie in einem Bärenkostüm. Jetzt bräuchte ich nur noch so Tatzen dazu und bleib mal ernst. So, da ist sie nun und die ist sehr flauschig, diesmal zu groß. Ja, dass ich das mal sage, dass ich, dicker, glatzköpfiger Österreicher, einmal sage, dass mir die einfach zu groß ist, das ist schon irgendwie arg. Was hat denn das für Größe, das Ding? 2XL, also 2 XL ist zu viel. Schaß, das ist mir zu groß. Und ja, ich habe ein bisschen abgenommen, aber nur ganz wenig, ein bisschen. Ich habe es mir auch nicht so raufgefressen in 2 Monaten. Hat ja auch 3 Jahre gedauert oder so. So. Diesmal zu groß. Ich bin ein 1,83 großer, gasköpfiger Österreicher und ich bringe 100,7 Kilo auf meine Waage. Weiß nicht, bei deiner Waage wird es vielleicht mehr oder weniger sein. Also ich bin noch ein Uhu, also über 100, ober 100 Uhu, ein Uhu bin ich. Und diesmal zu groß. Also wenn du jetzt das bei dir in den Vergleich bringst, dann wirst du wissen, ob das passt oder nicht. Also ich muss sie zurückschicken und meine andere holen und das werde ich natürlich auch tun. Ich werde das fix tun, einfach aus dem Grund, weil ich, also jetzt so mal von der Qualität her, muss ich dir echt sagen, ich bin positiv überrascht. Schauen wir es uns einmal an. Also, so wie eine Patriot, sozusagen eine Patriot-Jacke von Helicontex. Schau her, bis hier oben, ja, dieser ganze Bereich ist die Tasche. Diese Tasche ist hier innen auch noch einmal so ein bisschen samtig, damit, wenn man die Handys reingibt, ja, ein Hodenkobold darf auch Handys sagen, ne? Ein Bär, ne? Also, wenn man die da jetzt reingibt, dass die doch einmal, also das merke ich gleich, ah, das ist angenehm, so. Der Zip geht von oben nach unten, ja, das passt auch gut, damit, wenn man hier jetzt auch Hauben, Schal oder ähnliches reinpacken würde, dass das nicht gleich rausfällt. Gibt es eine Napoleon-Tasche? Nein, gibt es nicht. Es gibt hier eine seitliche Tasche, die ist auch relativ groß. Ist da ein Loch? Aha. Ach so, das ist wahrscheinlich, dass man da irgendwelche Kopfhörer durchgibt oder so. Dann ist hier auch noch eine Tasche, die hat kein Loch. Patch, Patch. Und dann gibt es da diese Tasche, diese kleine Minitasche. Und das gute alte, ich habe keine wirklichen Handschuhe, aber ich möchte trotzdem meine Handrücken ein bisschen schonen. Das ist gut, das gefällt mir gut. Dann hier hinten zum Durchfassen, ja, da auch Tasche. Da wird eigentlich die Haube oder der Schal besser reinpassen, würde ich sagen. Ne? Und das war's, da könnte man auch einen kleinen Patch hergeben. Gibt es Innentaschen? Ja? Ja? Ist das da unten zugenäht? Wehe, das ist nicht zugenäht, ihr Tackfersten. Hey, die Tack... Warte, ist das... Kann ich mir da jetzt die Hand geben? Nein, das ist noch einmal, nein. Das hier ist ein eigenes Fach.
Das ist ein eigenes Fach, ja? Cool. Ist das hier auch so? Fällt da irgendwo was raus? Oh ja. Aha, oh ja, doch. Da ist offen. Warte mal. Da kann ich mir jetzt die Hand geben, ja, da kann ich durchschauen. Kann mir irgendwer sagen, warum das nicht zugenäht ist? Weil die haben das da so extra noch einmal abgesteppt. Wieso denn nicht? Wieso? Wieso habt ihr denn das da nicht? Da habt ihr da keine Naht gemacht. Damit, weil man die da außen sehen würde wahrscheinlich, ne? Ja, dann sieht man halt da außen. Aber das ist ja ein verschenktes Ding, da könnte man ja auch was reinpacken. Irgendwelche kleine Teile, die fallen ja dann da unten raus. Also das macht den Rhein jetzt ein bisschen traurig, aber okay. Zwei Wege Reißverschlusssystem, das ist auch gut. Ja. Also bis jetzt ist die super, nur das da mit der Naht, das verstehe ich überhaupt nicht. Das geht mir nicht ein. So, jetzt schauen wir uns die Kapuze an. So. Schaut schon gut aus, gell? Wie ein Bär. Ich brauche unbedingt Bestätigung. Bitte schreib mir, dass ich gut ausschaue. Das ist mir wurscht so. Macht nur Spaß. Gut, das hier, der Zip ist abgesteppt. Das heißt, den habe ich nicht da am Kinn. Das ist gut, also wenn ich komplett so. Aber kann man die nicht irgendwie enger stellen? Gibt es da was zum Einstellen? Gut, ich gebe den Unterleger auf Amazon. Schau da mal wirklich vorbei. Also um den Preis darf man auch nicht meckern. Tue ich jetzt hier ein bisschen, aber das ist unfair. Ist wirklich unfair. Wenn ich das jetzt vergleiche mit irgendeiner teureren Marke, ja, das ist halt eine ganz andere Liga. Nein, aber die kann man nicht enger stellen. Also die ist so. Man hat zwar dieses Fluppi-Bluppi da mit dabei. Da, ja, das hat man mit dabei. Aber das war's dann auch schon. Gut. Ist auch lang. Ja, also der Hintern wird schön abgedeckt. Das ist irgendwie wichtig, auch wenn man sich jetzt bückt. Ja, so, auch wenn ich mich jetzt bücke. Ich weiß, dass ich meine Outdoor-Crocs anhabe. Auch da wird es ein Video geben. Ich habe was Neues. Ich habe neue super Outdoor-Crocs. Daher ein Abo hier lassen. Aber das, um das soll es nicht gehen. Also auch bücken hast du schön. Also ich zumindest habe jetzt, ob du das auch hast. Ich weiß ja nicht, ob du die Jacke hast oder sie kaufen magst. Aber das ist auch gut. Also auch hier, schöne Bewegungsfreiheit. Ich finde auch die Dicke von dem Vlies jetzt so, weil es ist doch ein bisschen kühler. Ich habe hier ein Feuer brennen, weil ich mich immer wieder aufwärmen muss hier. Im Buschkraftareal auf aldola.at. Daher, ich finde das jetzt nicht zu dünn, aber sie ist mir einfach zu groß und das merke ich halt. Es ist überall da offen und ja, das passt nicht. Das passt nicht. Auch qualitativ, also ich finde jetzt keine Fäden, die irgendwie abstehen und das ist schon beeindruckend für eine Jacke um den Preis. Okay. Ist alles sauber verarbeitet. Wirklich, also da kann ich jetzt überhaupt nichts sempern oder sudern. Gut, hier im Innenbereich ein paar Fäden, aber hallo, das habe ich bei anderen Jacken, die teurer sind, auch schon einmal gesehen, aber außen ist da jetzt gar nichts, was ich beanstanden könnte. Das gefällt mir wirklich gut. Auch die Zips, ja, gehen gut. Die kann man noch mit, vielleicht mit ein bisschen Silikonspray einsprühen sozusagen. Und die machen auch so ein bisschen dicht. Ich weiß nicht, wie dieses das heißt. Also JJK oder JKK-System. Also ist das die Firma oder das System? Ich vergesse das immer. So sehr interessiert es mich dann auch nicht. Aber man wird sehen, wie sich das auf Dauer verhält. Aber bis jetzt positiv. Ah, aber man kann was einstellen. Und zwar gibt es hier da sowas zum Ziehen, dass man unten zumacht, damit der Popo keine Kälte abkriegt. Das finde ich auch gut. Schau. Da habe ich was eingesteckt, deswegen steht da so was vor. Das macht nichts. Das ist mein. Damit habe ich immer Nahrung mit dabei. Was glaubst du, wie viele Kalorien ich da verbrennen kann? So. Also das ist alles gut. Nein, also sonst ist das gut. Das ist richtig gut. Die ist zu, also die kann man jetzt auch nicht aufzippen, oder? Nein, kann man nicht aufzippen. Das macht aber auch nichts. Aber so eine Jacke, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt raus und wenn die kaputt wird, wenn die dreckig wird, wenn die grauslich wird, weine ich nicht, weil ich nicht da, weiß ich nicht, 170 Euro dafür zahlt habe, sondern viel, viel weniger. Das ist durchaus okay. Nein, nur mal kleiner brauche ich sie. Jetzt muss ich die zu Amazon zurückschicken und mir eine, ich muss mir keine 2XL, sondern eine, ist das dann eine 1XL, also eine normale XL bestellen? Das werde ich tun und werde dann nachher davon berichten. Also das ist jetzt so mal das erste Ausprobieren. Und in einem anderen Video werde ich mir jetzt die richtige besorgen, die richtig passt für mich. Und dann werde ich
einen intensiven Test damit machen, nämlich auch mit Wasser und so weiter. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Wenn du trotzdem eine haben willst oder wenn du schon Erfahrungen hast, schreib mir gerne einen Kommentar. Und ich sag nur...